Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier in Borderlands und ich bin wieder zurück. Ich weiß, ihr findet es geil. Oh Mann, man hört mich wieder. Oder auch nicht, wenn man erst hinterher aufhaut. Nein, ich habe das Häkchen gesetzt. Das du? Ja. Und ich habe vorher extra auch nochmal eine Testaufnahme gemacht. Hat man die eigentlich das letzte Mal vergessen? Haben wir das dort nicht gehört? Ich habe keine Ahnung, ob wir die das letzte Mal vergessen hatten. Oder haben wir da einfach mal gesagt, ach, heute brauchen wir eigentlich keine Testaufnahme, hat immer geklappt. Das wäre das erste Mal, dass wir es gemacht hätten und es wäre... richtig schief gegangen. Es wäre einfach mal bezeichnend, aber ich kann mir fast vorstellen, dass es so war. Tatsache ist, ich nehme das Ganze auf meine Kappe, es ist meine Schuld, dass ich nicht mit aufgenommen wurde. Aber ihr habt ja aktiv keinen Schaden davon getragen. Ne? Na! Das ist also unsere Zuschauer vielleicht schon. Ja, die sind nachhaltig geschädigt, dadurch, dass sie meine Stimme jetzt nicht hören konnten. Deswegen werde ich jetzt die ganze Sache einfach mal nachholen und in den Folgen labern, was das Zeug hält. Dann macht das mal. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Da wird mein Word per Minute Schnitt in die Höhe schnellen. Da weiß niemand mehr, was los ist. Ich könnte dann Moderator werden bei den... Öffentlich-Rechtlichen und Sky, so geil finden mich dann alle. Aha. Und das ist jetzt eine total realistische Einschätzung meiner Redekünste. Dein blöder hier Falke, der hat mir alle platt gemacht. Ist schön, ne? Mach die mal platt. Jetzt ist er nicht mal ready. Ja, aber ich bin auch nicht ready. Aber da fällt mir auf, ich habe auch noch sowas wie ein Action-Skill. Boah. Hey, bleib weg. Ey, blöder Falke! Wie ist der? Dein blöder Spatz! Der nimmt mir immer die Kills weg! Echt so? Ja, wirklich wahr! Aha! Was ist das für ein Reib, der weg? Ja. Kevin, hier liegt ein Medikit? Ja, nee, Kevin ist, okay. Ist tot. Hör auf mich zu bekotzen, du Rindvieh! Ich glaub's ja nicht! Kommen wir denn jetzt dahin? Jetzt hab ich's während der Aufnahme gesagt. Mhm. Haha, Matze, du hast gesagt. Oh, ich hab doch auch nicht gesagt, dass ich es nicht sagen würde. Kevin, hier ist auch noch ein Medikit hinter mir. Warte. Mann! Danke. Überall was Zombies. Ist denn, was regst du dich so auf, Matze? Ich werd die ganze Zeit beschmutzt. Ich fühle mich total benutzt von den Viechern. Ja, so ist es halt als Dame. Ja, ich muss dann erstmal eine halbe Stunde duschen gehen, damit ich mich wieder rein und sauber fühle. In Tomatensaft baden. Deine Unschuld kann man dadurch nicht wiederherstellen. Da spricht der Rode aus Erfahrung. Ja, klar. Alles schon probiert. Du, das ist so ein... No, der olle Wochenend-Raper. Wochenend-Raper. Oh nee, dich kann ich nicht boxen. Das ist wieder so ein Thema. Aber du hast natürlich versucht. Was ist das für Knecht? Das Thema. Aha. Was es eigentlich mit den Zombiehörnern auf sich hat, haben wir auch noch nicht so rausgefunden, ha? Mit den Zombiehörnern, lieber Robert. Hab ich doch gesagt. Aber nein, haben wir nicht rausgefunden. Aber wir sind ja aktiv auch noch nicht durch, deswegen ist ja, es durchaus möglich. Da hast du wohl recht, ja. Was soll denn das jetzt? Hör auf! Oder wir haben am Anfang was übersehen. Das kann wäre nicht gnadenlos schlecht für uns. So. Ist ja gut. Aber ich könnte mich eigentlich nicht erinnern, wir nehmen ja eigentlich immer alle Quests mit, die man mitnehmen kann. Mhm. Das würde mich ja, doch... vielleicht hat er doch mal wieder mal gefailt. Das würde mich doch stark wundern, wenn ich das getan hätte. Mich eigentlich nicht. Aber die Tatsache, dass es ja ein kooperatives Spiel ist und ihr die Punkte genauso angezeigt bekommt wie ich, lässt sich sowas nie auf eine einzelne Person abwälzen. Oh, jetzt versuchst du dich rauszureden. Also bist du schon... Nö, das kann man so nicht sagen, weil ich nehme ja Sachen, die eindeutig meine Schuld sind, auch auf meine Kappe, wie zum Beispiel der Fail mit der Stimme. Da mache ich ja gar keinen Hehl drauf, dass ich ich da... Ja, da war ich schon im nächsten Satz. Nicht rausreden. Da habe ich genug Cojones, um das öffentlich zuzugeben, dass ich da gefailt habe. Aber wenn es natürlich offenkundig nicht so ist, ne, dann
dann verlange ich diese gleichen Coronis natürlich auch von euch. Ja, komm, explodier. Um was ging? Um Coronis. Genau. Aha. Ich sehe, Robert versteht es. Geht's euch eigentlich auch immer so, dass ihr, wenn hier irgendwelches Zeug rumliegt, der erstmal durch dieses bunte Meer von Loot geht und einfach immer auf E hämmert? Ja. Das ist total genial. Also alles mitnehmen, was nicht angeschraubt ist. Ja, das ist mir gerade aktiv mal so aufgefallen, dass man immer erstmal, ja, was für ein toller Schritt, dass man immer erstmal nur auf E rumhämmert, die ganze Zeit eigentlich. Auch wenn man noch voll unter Beschuss ist. Ja, das ist völlig egal, ob da irgendwie gerade die Welt am Untergehen ist oder ob da ein rosa Pony durchschwebt und Regenbögen reißt. Das ist von der Situation her vollkommen unabhängig. Warte, Hauptsache man hat den Loot und der andere kriegt ihn nicht. Richtig, das ist so ein bisschen... Das ist so dieser Futterneid. Da ist bei uns irgendwie besonders stark. Ja, das ist die Generation Krieg, weißt du? Die hatten ja nichts. Generation Krieg, also da kann man ruhig nochmal drüber diskutieren. Hätte ich jetzt ein bisschen Bock drauf. Ja, wir sind die Generation Präkrieg. Präk? Jetzt reden wir kein Chin für. Hab ich einen Eindruck. Nee, das hat schon alles Hand und Fuß. Kann man hier nebenbei machen? Nee, wir müssen uns da voll drauf konzentrieren. Nebenbei, hallo? Nicht in der Freizeit, das ist Arbeit. Wenn man eine Mod installieren würde, die visualisieren könnte, wie oft man auf E drückt, das wäre nichts für Epileptiker. Wer hier gnadenlos ignoriert, Matze. Ja, was hast du gesagt? Ich höre dir gerne zu. Ist das sonst anders? Nee, eigentlich müsste es gewohnt sein, du hast ja recht. Trotzdem tut's immer wieder weh. Ja, ich kenne das, Robert, das Gefühl. Falls von mir verletzt zu werden? Ja. Naja, das kennen viele Menschen. Ach, sei einfach ruhig, Matze. Oh, jetzt habe ich dich angebrannt, Entschuldigung. Naja, das macht doch nicht. Boom. Ich spüre, dass sich ein Bündnis gegen mich herausbildet. Ach, Korn, das kann ich so nicht unterstützen. Ne? Doch, mir doch egal. Ich als Host hab das alleinige Diktatorrecht. Aha. Nur Diktator, dann folge mir. Na, du bist Bricktator, das ist ja immerhin was. Ich bin noch höher als der Diktator. Naja, da müssen wir noch mal drüber reden. Ich bin mir übrigens immer noch nicht sicher, welchen Charakter ich in Borderlands 2 spielen will. Ja, da hast du noch ewig Zeit, dich zu entscheiden. Ja, gut, bis da eine repräsentative Umfrage zustande kommt. Hat man das mal hier erzählt, was wir spielen wollen, oder wollten wir die Zuschauer nicht spoilern? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, wir hatten es schon mal so angeschnitten. Also Kevin ist ja relativ sicher, was sein Charakter angeht. Ist, glaube ich, der Einzige, der da nicht irgendwie am Überlegen ist. Kevin übernimmt meinen Part als Sirene. Ja? Ja, und ich tendiere mittlerweile schon wieder ein bisschen mehr zum Necromancer. Ach so. Ach, jetzt doch, oder was? Weil ich... Ja, mit Kevin habe ich ja den Gunsurker schon auf Level 40 oder sowas gespielt. Und deswegen kenne ich den Skillbaum schon. Und auch wenn ich den Charakter total genial finde, ist okay. Finde ich super, dass du mir hier den vor der Brust wegschießt. Ja, so wenn ich den Charakter total geil finde, wäre es irgendwie blöd, da zweimal den gleichen Charakter zu nehmen, weil es dann ja doch irgendwie nicht so spannend ist. Also Necromancer habe ich schon mal angespielt, weiß, dass der auch geil ist. Und deswegen... Matze, hier ist ein Questgegenstand. Ich eile. Deswegen geht meine Tendenz so ein bisschen dahin, muss ich zugeben. So, dann zeige mal her. Ich glaube, das sind Audiologs, die wir schon mal gefunden haben, habe ich das Gefühl. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, weil bei mir ist jetzt mal gerade gar nichts passiert, als ich das aufgenommen habe. Ich kann ja auch mal auf die Karte gucken, wo es uns hin verschlägt. Ja, wir müssen weit gen Norden. Nur noch. Ja, richtig. Aber hier ist ja sowieso ein Schlauchlevel schlechthin. Da kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen. Das stimmt. Ah, Skeg! Was? Was gibt's hier?
Nee, das sind solche Vers-Gags. Wie dieser hier, ja, dieser Typ im Krankenhaus, von dem unsere Zuschauer bislang noch nicht mitbekommen haben. diese Mutation von Dr. Ned. Ja, den musste ich nochmal bringen, den wirst du dir auch noch eine Weile anhören müssen. Ich bin ein sehr nachtragender Mensch. Ich weiß, das ist keine gute Charaktereigenschaft, aber das gehört nun mal zu mir. Ja. Ich kann da auch nichts dafür, es ist einfach so. Ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Doch. Oho, philosophisch. Ja. Mach sie schaffen, bleib! Also zombie-mäßig ist ja ganz schön was los, muss ich sagen. Da gibt's ordentlich Party. Aber die Zombies sind nicht ganz so krass drauf wie diese, hier. Na, wie heißen sie, die Roboter? Claptraps? Ja, genau, die Claptraps. Weil wir gegen die aber auch nicht so gute Waffen hatten. Also jetzt mit Feuer ist ja quasi echt. Ja, gut. Wir hatten fast keine Säurewaffe. Easy to go, ne? Ja, ich hab mittlerweile eine Säurewaffe, die hab ich glaube ich am Ende gefunden. Jeden. Die Claptraps haben ja auch übel viel Schaden ausgeteilt. Ah, die Claptraps, das waren ganz schöne Oschis, muss man mal so sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die kleinen Dinger so, so Beef machen. Deswegen freue ich mich nämlich auch schon... Wir müssen Baum gehen, oder? Nee, irgendwie deswegen, müssen wir dort hoch. Nee, wir müssen darüber. Deswegen freue ich mich auch schon auf das Spiel Borderlands, was jetzt im Herbst rauskommt, weil man da einen Claptrap spielen kann. Echt? Naja. Als Charakter? Als Charakter. Was? Da habe ich richtig Bock drauf. Weil ich mir bei dem Claptrap noch nicht ganz sicher bin, wie sie logisch erklären, warum er eine Sauerstoffflasche braucht. Es ist ja in dem neuen Spiel, spielt ihr auf dem Mond, da braucht man ja immer diese Sauerstoffsachen. Ich brauch der sie nicht. Jacobs. Das wäre dann aber ziemlich OP, weil das ja dann quasi ein Spielelement ist, was wegfällt. Juhu. Diesmal ist der Roboter vorgerannt, ich bin's extra nicht gewesen. Ich merke das schon. Ich halte knallharte Tankenstein. So knallhart war er dann letztlich doch nicht. Ja. Ich finde das immer mega prickelnd, wenn Robert, gerade wenn eine Ansage kommt von so einem. So eine Bandansage, dann zündet Robert seinen Action-Skill, dann hörst du zwei Sätze und dann gehst du so. Du übertreibst wieder mal. Und der Rest geht dann quasi über die Untertitel. Zum Glück haben wir Untertitel an. Ja. Was ist hinter uns? Yo Mama. Beef. Was ist denn hier los? Habt das der? Hier ist ganz schön was los, aber ich glaube, das in die Richtung habe ich schon mal erwähnt. Ja, ja. Das Gehirn! So. Haben wir es jetzt? Oh Gott, da kommt ja immer mehr. Ich krieg die brauchen nie alle niedermachen. Das ist ein Fass ohne Boden. Ja, ja, Robert, da willst du wieder fliehen. Nee, aber ich halte jetzt einfach ein bisschen mehr in der Feuerwaffe rein, die werden uns halt nicht gefährlich. Einzige, was halt passieren kann, ist, wenn es die Moon ausgeht. Das kann ja, das sowas passiert nun mal. Es ist Krieg. Du musst auf alles gefasst sein, Robert. Auch, dass Zombies von hinten kommen. Weil ich ja schon wieder Medkit gefunden habe. Ich gebe mir immer größte Mühe, auf den Kopf zu zielen, damit wir Gehirne kriegen. Ich hoffe echt, die haben irgendeine Bewandtnis. Das wäre sonst sehr enttäuschend. So, wir müssen eigentlich nicht nach links, aber was gibt's denn da? Erstmal das Prinzip, nicht in die Richtung gehen, wo wir müssen. Es ist ja Borderlands Regel Nummer 1. Das ist eigentlich Spielregel Nummer 1. Es könnte immer irgendwo ein Easter Egg oder Loot geben. Echt so, ne? Übrigens, wenn wir hier gerade so auf dem großen Feld sind. Ja. Wir sind fertig. Wir sind fertig, sagt Kevin. Okay. Dann sind wir fertig, wenn Kevin sagt, wir sind fertig und wir sagen tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, GG++. Tschüss.